Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Prison Architect und wir wissen selber noch nicht so ganz, was wir machen wollen, weil wir müssen das erstmal halt ein bisschen akklimatisieren lassen, bin ich der Meinung. Zumindest wollte ich das so machen, aber ich glaube, wir expandieren jetzt einfach mal eine Runde wieder. Einfach weil wir es können. Ist das ein Deal? Finde ich eine gute Idee. Kopiert. Eingefügt. Eingefügt. Ich wollte ja erst noch so ein bisschen anbauen mit Knast und so weiter für Leute, die halt mega viel Kacke bauen. Aber ich glaube, das kneife ich mir. Jetzt sehe ich hier gerade noch was anderes. Das ist ja auch Wahnsinn, ne? Seht ihr das auch? Da ist ein Zaun. Das ist Wahnsinn. Die machen hier noch nicht mal richtige Wände. Wände, 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 Wände. Aber jetzt. Aber jetzt, aber jetzt. So. Kloning. Kloning, Kloning. Na, das passt ja wie Faust aufs Ohr, wa? Hier noch und hier noch, hier noch, hier noch. Falls ihr euch denkt, ist schon hier was übrig gelassen. Das soll mir recht sein. Und nämlich Isolationszellen sind. Eigentlich gar kein Problem mit. Dann weiß man nämlich, manchmal weiß man ja nicht, wo man die Isolationszellen lassen soll. Und dann hat man nämlich sowas hier und passt nämlich wunderschön. So. Und jetzt. Ah, jetzt immer. Das wollte ich natürlich nicht. So, Gefängnistür. Demontieren. Und eine große Zellentür hätte ich hier gerne drin. Aber dafür muss erstmal die raus. Sehe ich gerade. Vorher läuft die Erde. Was waren das eben? Sehen? Ah, ist hier irgendwie alles. Nee. Nur ein komischer Boden. Jetzt schon wieder ab, sehe ich gerade. Nee, oder auch nicht. Ich finde hier nur ständig Sachen. Da nur schon wieder. Schon wieder verpasst. Ist hier ständig irgendwas. Jetzt überall ab. Ich krieg's nicht mit. Strom. Läuft. Wasser. Kriegen wir auch hin. Und jetzt noch einmal durchziehen. Und einmal hier durchziehen. Am besten ohne Speichern ist immer ganz gut. Weil dann ist man gewappnet vor irgendwelchen bösen Sachen, die einem passieren, die einem gar nicht passieren sollen. Wir können hier direkt mal die Patrouillen einsetzen. Ich glaube, eine reicht, oder? Eine reicht. Für den ganzen Bereich hier reicht eine. Dann ist auch nur einer schuld, wenn hier Scheiße läuft. Und ich mach schon wieder. So, und jetzt hier noch runter und hier noch runter. Und habt ihr gesehen? Ey, klasse, überall Baustellen. Das ist so unglaublich. Seht ihr denn immer, wenn ich gerade irgendwas anderes mache? Da fällt mir dann immer auf, dass hier irgendwie alle total scheiße ist, was ich hier baue. Ja, gut, total scheiße nicht, aber ist schon, was ich meine. Kann schöner sein. Und zwar habe ich gerade gesehen. Wir haben hier gar keine Wand. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt wird hier alles aufgebaut. Und dann haben wir nämlich gleich noch mehr Platz. Und es kommen gleich die nächsten Knasten. Oh, die nächsten Knasten sind schon da. Stopp! Kontrolle. Knastrologenkontrolle. Ah, hier sind schon wieder welche mit Fragezeichen. Keiner weiß, was die machen und wollen und können und tun und haben.
So, kann mir einer was erzählen von euch schon? Guck mal her, du hast 100%. Du kannst mir bestimmt schon was zu den Neuen erzählen. Erzähl mir mal was zu den Neuen. Erzählt er mir noch was zu den Neuen? Jetzt erzähl ich mir... Oh! Gucken wir mal, was wir hier haben. Erfahrener Kämpfer. Extrem stark, schnell. Gut, wir haben hier ihn. Oh, was ist denn das? Seht ihr das? Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Boah. Der ist aber gewaltig. Der Herr, der da zu beschützen ist. Aber was ist denn das? Was ist denn das für ein Zeichen, wenn man hier sieht? Ein Schweineschwanz? Eine Feder? Keine Ahnung, was ist denn das? Weiß ich nicht. Habe ich den jetzt eigentlich schon wieder zurückgeschickt? Dass er hier noch weiter bei mir rumklebt? Rumkrippelt? Krippelt immer noch bei mir rum, immer weg. Könntest du den vielleicht mal direkt dahin bringen, wo er sicher ist, du blöder Typ? Gute Idee. Pack ihn zu den anderen Leuten. Ja, stehst du gut. Jetzt wird er abgeholt, weil er hatte nämlich gar nichts zu suchen in dem Bereich. Schon wieder ihn abgestochen. Ständig ihn abgestochen. Hier werden nur noch die Leute abgestochen bei mir. Natürliche Ausrede sind nicht mit. Vier Leute zum Essen. Ist wunderbar. Schöne große Kantine. Die Leute müssen nur Futter angehen, wenn sie Hunger haben. So. Ich verstehe mal nicht, warum der hier ständig irgendwie abgestochen wird. Ich meine, den sind wir auch bald los. Halt kein Problem. Man muss es nur positiv sehen. Irgendwann ist er auch nicht. Feuerzeug, Alkohol. Manchmal glaube ich, ich muss hier sogar noch meine eigenen Leute mit einsperren, damit die begreifen, dass die nicht ständig alle drin schmuggeln sollen. Irgendwie so. Habt ihr eigentlich noch irgendeinen Spielevorschlag, irgendwas? Ich hab keine Ideen mehr. Die Spielewelt sieht heutzutage nicht mehr so doll aus. Finde ich. Würde ich sein, dass er die komplett anders sieht. Aber ich bin der Meinung, das sieht heutzutage nicht mehr so schön aus, wie es eigentlich mal war. Tunnel! Irre. Gut, dass die den gefunden haben, ey. Gut, dass die den gefunden haben. Der Typ ist ja nicht, oder? Schon zur Hälfte rausgebuddelt, die Leute. Was denn, der kann hier in seinem Gefängnis bleiben und hat nichts? Alter, da ist ein Tunnel in den seinen zu Hause. Kriegt der da wirklich eine Strafe? Ist ja hart am Limit, ey. Naja gut, okay, wenn die sagen, die muss nicht bestraft werden. So, Forschung. Ich möchte hier die Steuern drücken. Hätte ich gerne. Hätte ich sehr gerne. Frag mich aber, was als nächstes kommt hier in dem Spiel. Mal Steuern drücken würde ich jetzt schon gerne, damit ich noch mehr Kohle raus habe am Ende. Je mehr Kohle, desto besser. Aber wir müssen auch demnächst wieder hier ein paar Anteile zurückkaufen. Oh. 2% gestiegen. Sag mal. Guck mal, 22 entlassen, 0% rückfällig geworden. 3 sind geflohen, 3 Tote. Yay. Wieso ist denn das gestiegen? Was soll denn das?
Die wollen hier auch ihren Anbetungsschrein haben, dass sie die Leute mit ihren Glauben, dass sie da ein bisschen ihren Glauben ausleben können. Tut mir leid, dass ich nicht richtig ausdrücken kann, aber die aber daran, dass ich an die Stube, als daran, dass ich bin und ich bin, dass ich bin. So, versteht ihr? Ich habe keinen Glauben. Und er ist bald tot. Wenn ich ihn nicht einstufe richtig. Ist ja gut, dass ich das vorher weiß, bevor er hier rausgesetzt wird. Und mit zu den auf der Abschussliste gehört. Wo ist denn hier schon wieder kein Wasser? Ah. So, wieso ist hier keiner? Warum läuft hier keiner? Was soll der Mist? Doch. Sag mal, ist das blöd. Ich hab keinen Hinfeld. Natürlich starke Leistung, Cliff. Starke Leistung. Ach so. Verstehe die Problematik. Verstehe das. Verstehe das sehr gut, was die mir da sagen wollen. Und zwar wollen die mir sagen, sollte vielleicht erstmal das wegreißen. Und wenn ich das weggerissen habe, sollte ich da vielleicht eine Tür hinklaballen. So. Wenn die das machen, wäre natürlich schön. Was hat eine Putztruppe, ey. Wenn die nicht so im Kollektiv rumrennen würden und sich einfach mal aufteilen würden, ja. Jeder mal irgendwo irgendwas sauber macht. Aber die rennen hier in einer Kolonne lang, ja. Überall. Das ist, die kannst du verfolgen. Das ist eine ganze Schlange, die du ja verfolgen kannst. Statt dass man einfach geregelte Bahn läuft. Ein paar hier, ein paar da. Wäre viel sinnvoller. Das kann man halt so nicht einstellen. Das ist ein bisschen blöde. Das ist ein bisschen doof. Apropos. Ich kann ja jetzt hier auch dann. Das ist die ganze Zeit nicht eingestellt. So, kann natürlich jetzt noch einen zweiten einstellen, wo halt diese, wo halt die Leute freigelassen werden können. Haben wir denn noch hier so eine Tischler-Dinger? Ja, naja gut, dann macht halt. Werde Tischler. Spirituelle Führung, ja, das brauchen die noch. Das brauchen die also noch. Ja? Die wüssten, was ich für spirituelle Führung bräuchte. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Funktionen? Nichts. Können wir hier Anteile kaufen? Nö, können wir nicht. Es fehlt ein bisschen. Ist halt immer vorteilhaft, wenn einer das ganze Gefängnis gehört, weil, wenn man es denn hat und einem das ganze Gefängnis gehört, dann ist man halt sicherer mit dem, mit den Ausgaben. Dann kann man halt auf irgendwas zurückgreifen, ja. Man kann sich dann halt wieder Prozente verkaufen und wieder Geld ranholen. Ist halt ein bisschen besser. Und das soll, man sollte halt möglichst schnell die Anteile zurückkaufen, weil Heike schon erzählt. Wenn man das nicht macht, dann hat man halt ganz schnell das Problem, dass Gefängnis so teuer ist, dass man das dann für unglaubliche Preise zurückkaufen muss. Und das ist natürlich blöd. Also immer frühestmöglich zurückkaufen. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier vielleicht so einen Stromgenerator reinstelle, der dann das hier versorgt. Zaun vor oder irgendwas. Hauptsache zu, dass keiner ankommt. Wäre natürlich eine Idee, ne? Ich überlege gerade wegen der spirituellen Führung. Was kann ich denn den Leuten jetzt da helfen? Ich weiß nämlich nicht hier so genau, was ich da jetzt machen kann, dass ich denen helfen könnte. Um denen spirituelle Führung zu bieten. Ich muss jetzt erstmal kicken, wie viel Platz habe ich denn hier überhaupt. Und zwar.
12 bräuchte ich Platz, ne? So weit. Damit ich hier wieder so ein Ding ziehen kann, wo mehrere reinpassen. So ist es dann halt nur Zelle, Zelle, Zelle. Und Wand. Gang, Gang. Weil statt ich dann hier einfach die Zellen dran knall, mache ich vielleicht so ein spirituelles Ding ins Bummens dran. Ist vielleicht eine Idee. Aber nur vielleicht. Was sagt ihr dazu? Wand, Gang, Gang. Wand, Gang. Moment, warte mal, jetzt habe ich mich aber... Also, pass auf. Zelle, Zelle, Zelle. Wand, Gang, Gang. Wand, Zelle, Zelle, Zelle. Das geht nicht. Geht nicht, uff. Geht nicht, uff. Ah, das wäre eine Idee. Machen wir das so? Dann haben die ihre spirituelle Führung. Ich gucke, das ist ganz gut. Dann sind die Leute zufrieden. Ich meine, wir sind ja hier in Villa Cliff. Wir legen sehr viel Wert auf Kundenzufriedenheit. Da lassen wir uns gar nicht lumpen. Habe ich jetzt eigentlich schon wieder eine neue Gefangene gekriegt? Jetzt mal so als Frage. Ich habe mich so das Gefühl, dass ich mir ja welche gekriegt habe. Und ich habe es nicht mitgekriegt oder so. Aha. Tatsache. Du armer Mensch. Gehörst in die zu schützenden Anstalt. Und das sollte passieren mit Polizei. Ansonsten hast du ein Problem. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer Polizei sage, weil das sind ja nur Wärter. Das sind ja gar keine Polizisten. Aber ich sag's halt immer wieder. Immer wieder. Nicht zu belehren, der Junge. Nicht zu belehren. Geht einfach nicht. Ich glaube, mir würde auch so ein Initiator, würde mir total aus den Augen weichen. Ich würde ihn gar nicht sehen hier. Ich immer so schnell gucke immer nach irgendwelchen Sachen, die ich eher beschützen sollte, als dass ich darauf aufpasse, dass die hier keine Scheiße bauen können. Und hier auf immer durchdrehen bei mir in der Hütte. Ist natürlich doof. Ja, weiß ich nicht, was mit dem ist. Keine Ahnung. Tut mir leid, wenn du ein gefährdetes Menschlein bist. Aber ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht sagst, dass du gefährdet bist. So, genau. Legt man hier jetzt schön halt hin. Macht das mal feini fein. Ordentlich. Ist das ja auch eigentlich hier. Also jetzt sind hier 4, 5 Leute angerannt, um verkackern oder was? Kann ich das nicht fertig machen? Hier glaube ich noch eh so ein Ding frei. Wäre trennt er hier nochmal hin, holt sich das da und da nochmal dran tappen oder was? Das ist doch die Verarsche schlechthin, oder Leute? Das ist doch die Verarsche schlechthin. Das machen wir hier auf. Hätte ich gerne separat hier nochmal eine Wand zwischengezogen, bitte. Wäre halt schön, wenn das jetzt mal fertig werden würde hier. Wäre halt echt mal so ein bisschen praktischer. Er will halt nicht. Aber die Folge ist auch schon wieder voll. Das heißt, wir werden das dann beim nächsten Mal machen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen vielleicht anbauen. Mal gucken, aber ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden mit dem Gefängnis. Es läuft ohne Probleme. Unsere Gefangenen sind zufrieden mit dem, was sie haben. Finde ich ganz toll. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, freue ich mich. Kommentieren nicht vergessen, Kommentare lese ich gerne, schreibe ich gerne.
Guck ich gerne und so weiter. Wisst ihr Bescheid? Das ist ein Saustall hier. Ah ne, das ist Essen. Ja gut, das ist halt das gleiche. So, ja, und abonnieren nicht vergessen, dabei, wenn ihr was. Seid ihr dabei, wenn wieder was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.